Wir sind hier mehr oder weniger per Zufall in einem richtig coolen Mountainbike-Gebiet gelandet. Wir sind einfach gefahren mit Rocky und haben so zwei Mountainbiker gesehen, die über die Straße gefahren sind. Und dann haben wir gesagt, oh, guck, da gibt's auch Camper. Fahren wir doch dahin. Wir sind hier bei Hurricane, ungefähr so 30 Minuten vom Zion Nationalpark. Aber bevor wir uns den anschauen, holen wir jetzt einfach mal nochmal die Bikes raus. Das sind hier übrigens die Trails, die wir hier gerade machen. Sind da einmal hochgefahren, wieder runter und eigentlich machen wir so ziemlich den ganzen Loop. So Leute, das sind amerikanische Aufwachkeile. Ein Schrott. Im Endeffekt, das sind so wie Legos. Du nimmst einfach dein Lego hier, musst es einfach so rausnehmen und du musst dir eine Aufwachkeile basteln. Dauert immer Zeit, die sind viel unpraktischer als die anderen, aber ja, was soll's. Du findest einfach nichts anderes hier. Steve ist ein bisschen genervt von seinen Aufwachkeilen. So schlimm ist es nicht und so lange dauert es auch nicht. Aber ich zeige euch jetzt nochmal Rockys Campspot. Der campt wieder schön. Gratis in der Natur. Ist echt geil hier. You know I want you close. Maybe hold your hand a little while. Somehow I know you can. Be the girl that I'll end up calling my own. We ride around in style, sleeves rolled up, glasses on. And then you make that smile and my heart starts racing. Wir sind gerade angekommen im Zion Nationalpark. Sind sogar ohne Frühstück heute losgefahren, damit wir noch einen Parkplatz bekommen. Okay, wir sind trotzdem spät dran, aber es ist okay, um 10. Und jetzt frühstücken wir erstmal gemütlich und dann fahren wir mit dem Shuttlebus zum Ausgangspunkt für unsere heutige Wanderung. Wir sind jetzt hier 40 Minuten mit diesem Shuttlebus gefahren, um zum Ausgangspunkt für unsere Wanderung zu kommen. Und dann sehen wir jetzt, the trail is closed. Und jetzt überlegen wir mal, ob wir das trotzdem machen. Ich bin ja für ja. Es gibt ganz schön viele Menschen hier, die gucken. Was sagt Steve? Komm, wir machen es. Scheißegal. Also wenn sie uns erwischen, ist die $5.000 Strafe und 6 Monate Gefängnis. Wir haben uns jetzt doch gegen den Observation Point Trail entschieden. Sind wir heute mal regelkonform und machen jetzt Angel's Landing. Das ist ja eigentlich der bekannteste Trail, den ich auf keinen Fall machen wollte. Der populärste. Luisa hat es schon gemacht. Machen wir mal. Probieren wir das nochmal. All I want is you. You make my world spin round.
cause my heart starts racing when I'm with you. Wir haben es geschafft. Ja. Wir sind on top. Bleib hier. Ach, Moment. Ist alles sehr steil hier. Schon ein bisschen schieß. Wir sind on top of Angel's Landing. War doch ganz cool. Ja. Das letzte Stück hat Spaß gemacht. Die View vom Canyon ist der Wahnsinn. Wirklich. So geil. Hier in Zion National Park. Der Hammer. So Leute, ich muss wieder schrauben. Es ist wieder soweit. Wir fahren auf Schotterpiste letztens, weil unsere Campingplätze sind nämlich schon so exotischer geworden. Und durch diese Schotterpiste hier sind die Dielen einfach gerutscht. Und jetzt muss ich wieder die kleben. Einer spektakulären Anfahrt über eine etwas grenzwertige Straße sind wir hier angekommen am Water Canyon Trailhead und machen hier heute eine Wanderung zu so, das heißt White Domes, so weißen Felsspitzen und hoffen wir, dass Rocky uns hier auch sicher wieder zurückbringt über diese Straße. Wir sind leider erst auf der Hälfte unserer Wanderung, die überhaupt nicht mittel ist vom Schwierigkeitsgrad, sondern super schwer. Und jetzt sehen wir da hinten so richtig fette Regenwolken. Wenn halt jeden Tag blauer Himmel ist, ne, checkt man den Wetterbericht nicht. Und die Straße, die wir gekommen sind, die ist im nassen Zustand definitiv nicht fahrbar. Jetzt überlegen wir, was wir machen. Ob wir weitergehen, ob wir zurückgehen. Leider müssen wir unsere Wanderung abbrechen. Ja, ich glaube, das ist sicherer. Wir haben Wettervorhersage bekommen hier von zwei anderen Wanderern und es wird regnen hier um 16 Uhr. Definitiv. Also 60%. 60%. Und die Straße ist einfach voll, wie heißt es? So Lehm. So also geht nicht. So schade eigentlich, aber ich meine, die View von hier ist trotzdem wirklich geil. Ja, es ist auch wirklich, von hier schon geil. Super schön. Deswegen, Und der Weg war auch der Wahnsinn. War wirklich spannend, wirklich wild, also wirklich so komplett wild hier. Wirklich schön. Im Endeffekt, ja, wir sind nicht so traurig, wegzugehen, also zurückzugehen. Genau, wir haben trotzdem viel gesehen. Rocky bekommt wieder mal einen neuen Sticker von uns. Also wir hatten Glück, wir sind gut rausgekommen, bevor der Regen gestartet hat, aber gut, dass wir zurückgefahren sind, der Regen kam. Ihr wisst, wie das geht, Like-Button klicken, Abo, Subscription, sehr wichtig und natürlich, man lebt nur einmal, niemals vergessen. Ciao. Tschüss.